Hoi, miteinander. So cool bist du da und findest Pöpperle. Was ist jetzt das echt genau? Jetzt lasse ich mir das mal erklären von der Ronja. Ich habe im HB, hat's doch, im Zürich HB, hat's in der grossen Halle auf der rechten Seite so einen Buchladen, Kiosk, Laden, Karten hat es noch dort, also so Landkarten von der ganzen Schweiz. Ein lustiges Sammelsurium. Im Moment ist Umbau, aber dort habe ich mal ein Buch gekauft. Klopfen. Kinderkrankheiten wegklopfen oder irgendwie so. Und habe mich dann mit dem befasst und von, oh, ist ein bisschen kompliziert und habe es dann wieder vergessen. Und dann habe ich Tapping im Englischen kennengelernt, wo die eine gesagt hat, schau, morgen am Abend tust du Zähne putzen und machst Mundhygiene und Tapping macht sie auch am Morgen und am Abend, zum quasi Ziel oder Gedanken durchputzen. Und so konsequent wie beim Zähneputzen bin ich also nicht beim Tapping, aber eigentlich ist es mein Ziel, jeden Tag einmal zu tappen, zum wieso. Man kann es erklären, es ist es tut weh aufbrechen, deine Gedanken aufbrechen oder durchschütteln, weil du nicht kannst in deinem Trott innen bleiben, weil du so komische Sachen machst, wie da auf dein Gesicht pöpperle und ich tue dir nachher gerade alle Punkte erklären. Und, also auf Englisch sagt man ein Pattern Interrupter. Ich tue das mal übersetzen. Ein Pattern, ein Musterdurchbrecher. Und du kannst Themen, und das finde ich eben das Coole daran, du kannst Themen wählen. Du kannst sagen, ich habe Kopfweh. Oder du kannst sagen, ich bin gerade ganz, ganz schlecht gelaunt. Oder ich bin verzweifelt. Oder ich will einfach mir viel Energie reintappen. Es gibt ganz viele verschiedene Themen und ich habe am Samstag vier Videos aufgenommen, die ich jetzt dann auf YouTube stelle diese Woche. Am Sonntag kommen sie dann im Newsletter rein. Also kannst du mal güchseln, auch wenn du in meiner Gratisgruppe inne bist, Joy Members Club, dann kannst du dort die Videos anschauen. Das mache ich spätestens bis am Dienstag. Und dann mal anfangen zu schauen, hat es schon etwas dabei, das ich lässig finde? Oder Ronja, ich hätte gerne das Thema oder das Thema. Und wenn ich geschrieben habe in der Beschreibung, der Brad Yates, das ist mein Superhero, mit ihm habe ich eben im besten Fall jeden Tag ein Date. Und bei ihm kannst du alles nachschauen, ob du mehr Geld willst oder mehr Energie, ob du willst, irgendwelche Zweifel, Selbstzweifel auflösen, ob du willst, was auch immer. Wirklich, er hat tausend Videos, ohne übertrieben, hat er auf YouTube drauf. Und ich habe ihm geschrieben, lieber Brad, darf ich bitte, weil Schweizerdeutsch gibt es im Fall wie nichts. Oder ich kenne niemanden, wo ich weiss, mit dieser Person möchte ich gerne zusammen tappen, weil es ist ja doch ein eine Sache, wenn man sich da so trifft und dann so komische Sachen zusammen macht. Sympathie ist da im besten Fall sehr hilfreich. Und der Brad ist mir unendlich sympathisch und er hat dann, ob persönlich oder nicht, kennengelernt. Ist dann jemand von seinem Team gewesen, du Naive, hast du das Gefühl, er hat dir geantwortet. Egal. Ich habe eine Antwort bekommen von ihm und er sagt, yes, of course, ich kann das machen und das Tappen soll nur sich weiter verbreiten und die gute Auswirkung quasi, dass alle davon profitieren können. Darum ist es einfach auf YouTube und du kannst es nehmen. Und das Coole ist ja, auch wenn es sehr komisch aussieht, du kannst das im Geheimen machen, im stillen Kämmerlein. Man kann auch zum Beispiel im Flugi einfach dann auf den Punkt, wenn du jetzt Angst hast im Flug, einfach auf den Punkt drauf pöpperle. Oder irgendwo, wenn du im Zug oder so bist, unter deiner Jacke, da ein bisschen im Versteckten pöpperle und die Sachen durchüberlegen, um dich zum Beispiel beruhigen oder anführen, wenn du nervös bist wegen etwas im vorne Vorstellungsgespräch. Jede Gemütslage kannst du durchtappen, kannst du dich beruhigen oder aufputschen, voller Energie machen, dass du daran glaubst, dass das möglich ist, dass du an dich glaubst. Und bevor ich jetzt irgendwie zu lang schwätze, tue ich dir sagen, welche Punkte das da nah bis nah sind. Vielleicht tust du das aufzeichnen. Im Blogpost kann ich die Punkte sonst noch eine wunderschöne Skizze drauf tun. Du kannst auf meine Webseite gehen, dort kannst du es dann anschauen. Spätestens am Sonntag ist das dort drauf. Der erste Punkt ist da. Karate-Punkt. Da tut man pöppeln und sich so darauf einstimmen, auf das, was man möchte, angehen. Und du siehst dann, es ist ganz unterschiedlich. Und das Lustige oder das Coole und das, was vielleicht am allermeisten nützt, ist, auch wenn das sehr komisch klingt auf Deutsch, auch wenn ich
so fest Kopfweh habe jetzt, wenn wir das ganz konkrete Beispiel nehmen. Ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz. Und wenn du findest, Jesus Gott, jetzt spinnt sie total. Macht nichts, bleib bei mir. Du kannst so fest davon profitieren. Und dich sieht ja niemand. Nur ich tue jetzt auch mein Gesicht ins Facebook hinheben. Also, wenn du es machst im Geheimen und du spöttelst, dann musst du das niemandem erzählen. Auch wenn ich so fest Kopf habe, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz. Auch wenn ich jetzt gerade leide und mein Kopf brummt und tätscht und dröhnt, ich ehre und schätze mich aus vollem Herzen. Das sind jetzt so zwei Übersetzungen von diesen zwei Tweaks, die der Brad Yates macht. Und du tust einfach da pöppeln und mir immer nachschwätzen, oder ihm, wenn du Englisch kannst, kannst bitte gang zum Brad über. Seine Vielfalt und seine nonchalante Herzlichkeit ist einfach so wahnsinnig super. Und nachdem da wie so ein bisschen dich eingestimmt hast auf das, was du auflösen willst und dir ganz viel mal gesagt hast, wie gern du dich hast und dass du dich aus vollem Herzen akzeptierst, geht man nachher zu dem Punkt, da außen an den Augenbrauen. Ich tappe mit zwei Fingern, oder ich mache es so wie der Brad, andere tun mit einem Finger, die einen tun mit beiden Händen. Es ist nicht eine korrekte Wissenschaft, oder nur so ist es richtig und wehe, du machst es anders. Wenn du dich ein bisschen ins Thema einlesen, dann wirst du merken, aha, das ist ja zum Teil ganz anders. Ich hoffe, du hörst mich da, das Mikrofon ist ein bisschen weit weg. Also wenn wir da anfangen, dann sagt man zum Beispiel, das Kopf regt mich so auf. Und das Schöne ist eben beim Tappen, man darf so richtig jämmerle und alles blöd finden und trotzdem nützt. Man muss nicht irgendwie einen auf positiv machen. Der nächste Punkt ist da außen bei den Schläfen. Das Kopf finde ich so mühsam. Dann da unten dran, also am Auge, so der Knochen fängt da an, es ist ein bisschen weiter unten. Das Kopfweh macht mich fertig. Und dann unten an der Nase immer die Schmerzen, die mich so kaputt machen. Dann da unten beim Kini, so im Kribbel innen. Das Kopfweh regt mich auf. Dann da auf dem Brustbein oben, vielleicht ein bisschen auf der Seite vom Herz. Ich will das Kopf loswerden. Und dann, da sieht man aus wie ein Gorilla, noch ein bisschen so unter dem Arm. Gang jetzt endlich weg, du Kopf, ich will dich nicht mehr sehen. Und dann geht es wieder, dann ist es noch auf dem Kopf oben. Dort hört es auch auf, das ist der letzte Punkt. Und nachher geht man Runde für Runde durch. Kann man uns scharf stellen, so. Ich mache es jetzt ein paar Mal, dass du noch kannst aufmerksam schauen kannst, wo die Punkte sind. Unter der Nase, oben im Grübel, oben am Kinn, unten am Maul, da auf dem Brustbein, vielleicht immer ein bisschen da hin, dann da. Und immer schwätzen. Und wenn du das Video mit mir machst oder mit dem Brad machst, einfach nachschwätzen. Und da ist dann der Abschluss. Und am Schluss machen wir so. Tief durchschnüffeln. Und jetzt beim Kopf zum Beispiel, wenn man wirklich ein Symptom oben runterbringen will, lohnt es sich, wenn man am Anfang sagt, wie gross oder wie krass ist mein Kopf, von 0 bis 10, das 8. Du kannst auch, ohne dass du jetzt jedes Mal ein anderes Sprüchchen sagst, kannst du einfach sagen, das Kopf, das Kopf, das Kopf, das scheiß Kopf. Kannst einfach fluchen und blöd, alles blöd finden und nachher machst drei Runden und da oben hörst du dann wieder auf und findest. Und nachher tust du dein Kopf wieder einteilen und sagen, von 0 bis 10, es ist ein 6. Und nachher machst du wieder drei Runden und du kannst es ohne Witz auf 0 runterbringen. Ich nehme wirklich fast keine Schmerzmittel mehr. Ich habe ab und zu Kopfweh. Schon als Kind habe ich es immer gehabt. Es ist nicht mehr so häufig, kommt ein bisschen auf den Zyklus drauf an, aber Pöpperle hilft extrem. Pöpperle hilft die Angst vor Schlangen, vor Spinnen, vor dem Fliegen, Pöpperle hilft bei Prüfungsangst, wenn du findest, ich schaffe das Projekt nicht, ich kann nichts, ich bin zu nichts nutze, bla bla bla, all die Selbstzweifel, die man hat, kannst du zuerst wie alles mal rausjammern, was dich beschäftigt und was du so blöd findest und wo du zweifelst und was du alles glaubst, dass das Schlimmste wird eintreten. Und nachher ist es cool, und das ist beim Brad meistens so, wenn es um ein Problem geht, geht er dann langsam in eine positive Spirale rein und nachher sagt er,
Und wie wäre es dann, wenn ich jetzt trotzdem an mich glaube? Eigentlich könnte ich das mal ausprobieren. Und dann bist du so wie ein Geschichtchen am Erzählen und bist noch eben da die Muster am Durchbrechen mit diesen Akupressurpunkten, wo du draufklopfst. Und am Schluss hast du, wie wenn du irgendwie 5 Espresso gehabt hättest und noch einen Vitaminshake und irgendwie einen Zaubertrank, wo du dann plötzlich findest, jetzt geht es mir viel besser. Der Stress ist wie so eben rausgeputzt, eben wie Zähneputzen für die Seele. Und nachher kannst du voller Energie das machen, was du vorgenommen hast, oder kannst das abpacken und denkst, das schaffst du eh nicht. Und so kannst du dir wieder selber gut schauen. Und um das geht es mir immer, bei allem, was ich anbiete, bei allem, was ich erzähle, geht es mir darum, dass du selbstständig, ohne dass du jemand anders brauchst oder irgendwie immer musst zu jemandem gehen und nur wenn du zu dem in die Therapie gehst oder was auch immer das ist, nur dann geht es dir gut. Nein, du kannst selber für dich da sein, dir Zeit nehmen. Das ist ja das Knifflige dann abends, dass man im Alltag immer sich die Zeit nimmt. Und das ist das, was ich, darum habe ich Joy Academy gemacht, wo man kann ein Jahr lang sich Zeit nehmen für sich und all die verschiedenen Tools ausprobieren. Und dort tue ich dir zum Beispiel auch helfen, deine eigenen Tapping-Scripts zu schreiben. Das kannst du auch ohne meine Hilfe, aber wenn findest, mal, ich will dort Unterstützung haben, dass du noch mehr und noch mehr dein Zeugs kannst aufräumen, dir selber deine beste Freundin sein, dein bester Freund sein, dich selber coachen und einfach immer mehr durchs Leben durchtanzen und finden, ha, jetzt bin ich diese Angst auch noch losgeworden und habe ich noch von diesen Dings, von diesen Zweifeln, die mir da so auf der Schulter gehockt sind oder hinten im Nacken gehockt sind, die habe ich jetzt auch noch los, bin ich losgeworden. Und dann wird es einfach immer ein bisschen leichter, ein bisschen lustiger, ein bisschen lässiger, weil du zu dir schaust. Also, das war jetzt die kurze Einführung. Ich gehe noch einmal die Punkte durch. Zuerst fängt man den Karate-Punkt an und tut da sich einstimmen und sagt, um was es geht. Nachher hier bei den Augenbrauen, außen dran, bei den Schläfen, unten am Auge und an der Nase. Unten am Kinn, da ein bisschen auf der einen Seite vom Schlüsselbein, nein, nicht Schlüsselbein, Entschuldigung, vom Brustbein, beim BH-Punkt quasi, für die, die keine BHs tragen, etwa dort, wo der durchgeht, und dann noch auf dem Kopf oben. Und dann machen wir das ein paar Runden lang. Und anstatt dass ich jetzt da nochmal irgendwie theoretisch dir das erzähle, schaue nachher das YouTube-Film. Ich schaue es unten an das Video auf Facebook posten. Wenn du das im Newsletter rein siehst, ich tue es unten im Blog rein posten, dass du nachher die verschiedenen Links hast. Und dann geh mal zum Brad Yates schauen, was der alles für Themen hat. Und dann tue ich dir gerne auch noch mehr von diesen Filmen aufnehmen. Die Übersetzungen sind manchmal ein bisschen knifflig, auf Englisch klingen sie so schwungvoll und auf Schweizerdeutsch manchmal ein bisschen herzig, aber ja nu, es wird nicht an dem scheitern, dass du kannst, kann zum Beispiel eins, ich wollte mir einen wunderschönen Tag machen, dort geht es gar nicht ums Jammern, sondern wirklich so ums Aufputschen, dann ich bin am Anschlag, das ist auch sehr, sehr hilfreich, dass wenn du einfach findest, hey, ich kann lernen, Hilfe, ja, und nachher findest du, so, jetzt gehe ich gleich tappen, jetzt nehme ich mir die 10 Minuten, und dann tappen und ich schwöre, dass du dich nachher besser fühlst. Und das ist eben das Coole daran. Ist gratis, sieht zwar ein bisschen komisch aus, tönt ein bisschen spässig, da ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz. Macht nichts. Wenn es dir etwas nützt, dann ist doch das einfach grandios. Es gibt Leute, die in meinem Mastermind drin sind, die sagen, du, das Tappen ist gar nicht für mich. Dann mach es ja nicht, wenn du das ein paar Mal ausprobiert hast. Das würde ich dir schon empfehlen. Und nachher findest du, ach, das ist nicht für mich, dann ist es nicht für dich, dann gibt es etwas anderes. Und andere haben gesagt, du, unerwarteterweise ist das komische Tool da mein absoluter Lieblingstool. Du uns ausprobieren, du wirst es herausfinden. Jetzt ist der September gleich vorbei, das ist der letzte Joyometer vom September von mir. Ich hatte letzte Woche eine grandiose Online-Konferenz. Sie wäre sonst in Amerika gewesen, zu 3 Tage. In person, dass man wirklich dort hingeht. Hätte ich nicht gemacht, muss ich zugeben. Aber jetzt für 97 Dollar 3 Tage vom 11 Uhr am Morgen zu Amerika bis zum Abend am 8. oder 9. Und dann bei uns ist das am 5. Uhr am Nachmittag hat es gestartet, bis am Morgen früh.
Manchmal bin ich um 12 Uhr dann abgeschwacht, weil am 7 Uhr am Morgen, am Samstag, habe ich mein Mastermind. Und am Sonntag habe ich es durchgezogen, also Samstag auf den Sonntag, und bin bis am Schluss wach geblieben. Ich habe nach 11 Stunden durchgeschlafen. Aber das Lernen und so das Connecten, das war mega, mega, mega cool gewesen. Also wenn du etwas Neues willst lernen, dann schau doch, wo du das kannst auftanken. Online geht so vieles, wo nicht einfach so möglich wäre, zeitlich oder reisetechnisch. Das kann ich einfach allen empfehlen, die noch nie so online gelernt haben, dass das absolut funktioniert. Und also die Gemeinschaftsgefühl. Sogar Gruppenarbeiten haben wir gemacht, haben es auf Zoom so zup. Plötzlich bist du zu fünften in einem Zoom-Raum rein und hast dann können die Sachen die Aufzüge machen zusammen. Und dann hat sie das sup gemacht und dann war man wieder im grossen Raum gewesen, wo alle miteinander gesehen haben. Es sind 800 Leute gleichzeitig an dem Event gewesen und es war wirklich fantastisch organisiert gewesen. Das hat mich letzte Woche extrem glücklich gemacht. Ich tue den Joyometer im Blogpost rein posten. Aber es geht nicht um mich, sondern es geht um dich. Tu doch das Papier oder einfach die Fragen. Oder wie du willst, Rückblick nehmen auf deine Woche. Tu dir ein bisschen Gedanken machen, was war schön, was hat mich gefreut, wer hat mich inspiriert. Und dir den positiven Skiwerfer auf deine letzte Woche, das ist das, was dir gut tut. Das ist das, was einem gut tut. Wenn man tut das, wo man dankbar ist dafür, das, was gut gelaufen ist, das in den Fokus nehmen und nicht die einen Sachen, die blöd waren oder die einen Sachen, die gefunden haben, das hat mich genervt, der war blöd gewesen. Dort war ein Moment gewesen, dort ist mir der Bus vor der Nase abgefahren. Man könnte auch einfach den negativen Fokus nehmen auf die letzte Woche und es würde einem so richtig runterziehen und findest, yes, Gott, was war das für eine scheiß Woche gewesen. Und ich lade dich ein, den Fokus auf die guten Sachen zu lenken und dann wird es wie mehr. Das, wo du deine Aufmerksamkeit gibst, wird mehr. Das ist wie das ist Magie, aber im Garten, wenn das Spritzkännchen immer den Pflänzchen, wo du willst, dass sie wachsen, Wasser gibst, anstatt dem Gärtner rundherum, ist genau das Gleiche. Du kannst im Fokus entscheiden, wo du darauf richtig bist und ich lade dich ein, den vielleicht ein bisschen rosarot, vielleicht ist es ein bisschen kitschig, aber es lohnt sich für ein gutes Gefühl und dass du vor allem siehst, findest, wow, das ist ja mega cool zu dieser Woche. Und übrigens ist jetzt wieder eine neue Woche. Und jetzt, was mache ich in dieser Zeit? Dass ich nachher nächste Woche etwas Cooles aufschreiben kann. Du machst es nicht für mich, sondern machst es für dich. Ich bin schon an einem neuen Design am Rumbasteln. Das macht mich zum Beispiel jetzt sehr glücklich, dass ich da kann. Freihändig und nonchalant einfach neue Designs rausdüfteln. Und ich muss niemandem etwas beweisen. Ich muss mich nicht irgendwelche Künstlerin nennen, sondern ich mache jetzt einfach Joyometer, die mir gefallen und dir vielleicht auch, hoffentlich auch, zum Ausdrücken und Brauchen. Und wenn du findest, nein, ich brauche keine so Shishi-Zeugs rundherum, dann sind es einfach die Fragen, die du dir kannst beantworten, vielleicht auch in deinem schönen Buch, wo du deine Sachen drin schreibst. Und dann kannst du immer mehr du mit dir unterwegs und das Leben geniessen und das Leben feiern. Das ist einfach fantastisch, dass du da bist. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und wenn das Pöpperle etwas ist, was du ab jetzt dann in deinen Tag einbauen, um dir mehr Energie zu geben oder Sachen aufräumen, die dich stressen, dann habe ich mega Freude. Und du mir doch erzählen, ob du das faszinierend findest oder es hinterlässt oder schwierig oder was auch immer du zum Pöpper findest, zum Pöpperle, dann doch mir deine Rückmeldung geben. Und komm in die Facebook-Gruppe rein, in die Gratis-Gruppe Enjoy is my Compass Members Club. Und dort habe ich sicher auch wieder Tapping-Videos drin. Und wenn du findest, so, hopp, jetzt will ich ab jetzt sofort mein nächstes Jahr mega fest gestalten, dann komm in Joy Academy. Und das Masterminds Neue startet am 21. November. Ich habe schon ganz lässige Interessentinnen und eine, die gebucht hat. Und darum, die 13 Plätze, die werden schnell weg sein. Wenn du findest, ich will im Fall dabei sein, dann tu mir Bescheid geben. Ich freue mich, von dir zu hören. Und ich freue mich einfach, dass du das Video schaust und dass du da bist. Und mach dir ganz eine schöne Woche. Bis gleich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.